Hallo und herzlich willkommen hier zurück am heutigen Montag zur Ausgabe 171 hier von der Kornwelt. Schön, dass auch du wieder einschaltest und ich wünsche erstmal einen guten Start in die Woche. Und ja, ich würde sagen, legen wir auch direkt wieder los. Wir haben noch genügend zu tun. So, was ist jetzt mit dem hier? Mal eben gucken hier. Da habe ich das schon so gemacht. Sehr schön. Hier haben wir das auch schon so gemacht. Sehr schön. So, jetzt verstehe ich noch nicht, warum die nicht abfahren. Die haben eigentlich alle mehr als 95% hier drin, ne? Hat der nicht. Ah, okay. Ich sage, schicken wir den mal hier in Silo. So. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie es hier weitergeht. So, der 1050 hat durchdrehende Reifen. Dann haben wir durchdrehende Reifen. Ah. Oh nein, jetzt werden wir hier. Ja, das hat ja schon mal suboptimal funktioniert. So, schauen wir wieder ein. Dann sollte er jetzt den Weg dahin finden. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Hä? Warum kippt der jetzt hier nicht ab? Warum überlegt ihr den jetzt hier nicht? Ah, nee, nein, mal eben schnell hier in den anderen springen. Verstehe ich jetzt nicht. Warum tankt er den jetzt nicht ab? Hä? Was ist denn jetzt? Was ist das denn jetzt hier? Warum lädt er den jetzt hier nicht ab? Ach, weil er der Falsche ist. Ach. Alter Schwede, da bin ich denn doof. Ja. So, auch da einsteigen. So, dass wir gucken, ob der da ablätscht. Das wäre jetzt erstmal das Wichtigere. Ach, er lädt ihn jetzt ab. Ah, sehr schön. Jetzt geht's ja hier weiter. Ah. So, das heißt, wir können jetzt mal hier weitermachen. Damit auf der anderen Seite jetzt auch gleich abgetankt wird. Warum? Eigentlich gut. Dann wollen wir mal hier weitermachen. Ach, ist egal, ob ich aus dem Fenster blicke, draußen scheint die Sonne. Ja, das ist ja nice. Wollen wir hier weiterfahren. So.
So, 1090 muss abgepumpt werden. Spannend. Nicht. Vorne sollten wir dann mal weitermachen. Jetzt mal gespannt, ob er den jetzt gleich abtankt oder ob er das wieder nicht macht. Sehr schön. Dann können wir mal fahren. Wackel, 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 hallo. Läuft auch gerade ein bisschen schwerflüssig, muss ich mal sagen. Dann habe ich schon bessere Zeiten erlebt. Aber gar nicht warum mehr. Dann rutschen wir hier gerade nicht. Tja, jetzt mal gucken, wie wir das Strom da oben wegkriegen. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. So, einer ist schon mal abgetankt worden auf der anderen Seite. Bin ich ja schon mal ganz froh drüber. Da haben wir schon mal einen da wieder am Laufen haben. Ich würde mich freuen, wenn der andere jetzt auch gleich mal abgetankt werden würde. Und auch wenn der Lexen hier mal abgetankt werden würde. Da war ich auch ganz begeistert drüber. Ah, der Lexen ist abgetankt worden. Sehr schön. Ich spannend, ob der zweite New Holland dann auch noch abgetankt wird. Das wäre auch sehr schön. Wie gesagt, jetzt muss ich echt mal gucken, wie ich das Stroh hier oben rauskriege. Also, da bin ich doch. Ja, was hat er denn jetzt mal? Ich habe mal da unten die Ecke jetzt mal im Auge behalten, was da eine Vermeldung jetzt kommt. Das ist mir doch jetzt etwas gut. Das sieht doch gut. Aber scheint so. Mein Gott, auf der Karte ist ja mal richtig was los, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das hier unten seht. Upp. Upp. So, jetzt hat er hier unten. Da ist ja mal richtig hier. Ja, Geräte, 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 also Halleluja. Da ist doch mal was los hier. So, 1090 muss entladen werden. Ja, ist ja super. Mit der Überladerwagen überhaupt kein hinterher, so schnell wie die da das Korn vom Feld holen. Die Drescher. Auch Wahnsinn. Also wir sind noch nicht einmal rum und wir haben gleich schon 300.000 Liter Strom. Mein Gott. Halleluja.
Dann kann man den hier schon mal wieder losschicken. Na, das Speichern. Ja, komm. Um es schneller zu machen, wollte ich jetzt eben diese Position hier wechseln. Das ist ja schon mal neu. Die Rechnung hier. Dann stellen wir mal ein, dass er bitte stehen bleiben soll. Ja. Öffnet die weiter jetzt. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt mal hier reinspringen und dann fahren wir hier was Feld und dann gucken wir mal, wo wir aufgehört haben. Ich finde, wenn man hier in der Erntezeit ist, da vergeht die Zeit hier so schnell in dem Spiel. Mein Gott, ey. Man hat hier so viel zu tun, dass man die Zeit einfach rumgeht wie, mein Gott, ey. Ich finde, die Zeit vergeht schon viel zu schnell. So, nach dieser Folge werde ich mal hier jetzt was zu essen machen, weißt du? Was gar nicht besser. Aber heute werde ich mal Fisch essen. Habe ich schon lange nicht mehr. Ich hatte Hunger drauf. Ja, und dann muss ich mich vorbereiten auf das nächste Event. Denn 19:30 Uhr geht es ja für mich auch schon wieder weiter. Auf YouTube. Ja, ich aufnehme, haben wir noch Samstag. Boah, ich bin heute schon Montag. Ich bin immer noch am Samstag. Ich habe also das Wochenende noch vor mir. Was hat der halt wieder durchdrehende Reifen? Warum das denn? Wir fahren jetzt mal eben kurz hier zu Ende, damit der hier schon mal wieder das Stroh abladen kann. Das wäre schon mal super. Ich kann durchdrehen und reifen. Na los, da ist gut hier. Der hat ihn noch da wunderbar abgetankt. Müsste eigentlich erkennen, dass der nächste wieder abgetankt werden muss. Dann hat ja beide hier drinnen, also. Ah, dauert es wahrscheinlich einen Augenblick, aber alles gut.
denn hier lang? Ja, warum hier sogar fest? Keine Ahnung, aber. Ist der jetzt nicht weitergefahren hier zum Silo? Verstehe ich so nicht. Hat doch hier 97%. Was steht denn hier drin? Eine Abfahrt bei 8 bei 100. Ja. Was steht? So, also das funktioniert auch schon mal. Wie sieht es hier mit Kalk aus? Haben wir ein bisschen Kalk gemacht in den Stunden? Ja, ein bisschen. Aber das lohnt sich noch nicht. So, mal gucken. So weit. 71.000 haben wir da erst drin, ne? Okay. Jetzt haben wir hier 763.000 und Silos im Besitz 138.000. Okay. Fand ich gar so viel. Nein. Wie viele Roggen haben wir mittlerweile? Da ist Roggen. 85.000. Das ist auch immer nicht so viel. Ah, da bin ich weit. Da bin ich weit. So. Tankt ihn denn jetzt nicht ab? Verstehe nicht. Einfach jetzt. Macht er doch. Ach gut. Hat er doch gemacht. Also auch das funktioniert mittlerweile. Sehr schön. Ich bin begeistert. Bin ein wenig begeistert heute. Wie ihr merkt. Ja, das waren jetzt 2 Stunden, sind jetzt bald rum, die hier die Drescher gelaufen sind. Da ist der Zug. Ja, hallo, stopp! Hallo! Hallo, ich will hier einsteigen. Stopp! Ach, ich bin drinnen. Ha! Super. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal hier eben die Kürzeln anmachen. Gut. So, jetzt würde mich mal interessieren, ob ich dann mit diesem Zug hier, fahren wir weiter. Ich schau also mal das Gas mal hier aus. Also ein Zug zu bremsen ist nicht gerade einfach. Ah, da ist das Getreide, der wartet wieder darauf überladen zu werden. Ah, was haben wir jetzt hier alles? Hier. Da bin ich schon mal gespannt. Dann bin ich da jetzt mal gespannt, vor allen Dingen, wie viel in so einen Hänger da reinpasst. So, und wo wir dann damit hinkommen. Vielleicht schafft man das ja noch in dieser Folge aufzulösen. Das wäre ja schon ganz verkehrt.
will jetzt nicht zu schnell da hineinfahren. Das wird jetzt auch schon da angehalten bekommen. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Hat man das halbwegs hinbekommen. Ah ja, ein bisschen schneller könnte er jetzt schon mal fahren. Mal stehen bleiben. Ey. So, ja. Weizen. So, ja, mal gucken, ob er ja Stroh laden kann. Sollte er aber eigentlich können. Oh, 500.000 Liter Stroh. Das sieht doch schon mal nice aus. Sehr schön. Na, wollen wir mal den nächsten hier befüllen. Sieht das schon mal gut aus. Kann ich damit laden? Gar nicht damit. Was ist das denn für ein Käse? Das bringt mir nicht viel. Damit ich laden kann. Okay. Ja, Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! So, 1, 2, 3. Jetzt muss ich mal wieder schließen hier. Sehr schön.
420.000 Liter. Okay. So, nächste schließen, nächste öffnen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Können wir jetzt mal richtig Material auf einen Knall hier abtransportieren. Oh. Er ist noch nicht voll. Okay. So, aber. Da. Der, dahinter steht aber noch keiner wieder. Okay. Dann sieht sie auf Feld 8 aus. Oh, ernsthaft jetzt? Mhm. Er wartet hier drauf. Der Überladewagen wieder gibt. Scheint er gerade noch nicht hier, hast du ja gerade gesucht. Den habe ich doch gerade gesucht hier. Ja, also das erste Mal, dass wir einen Zug befüllen. Also das ist ja mal. So, bin jetzt mal gespannt. Nein. Ehrlich gesagt mal gar keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir das direkt zum Hof transportieren können. Das heißt, wir werden das ja wahrscheinlich erstmal irgendwo noch an irgendeinem Bahnhof umladen müssen. Also von daher, das ist ja Neuland, was ich jetzt hier betrete. Ich bin echt gespannt, wie wir das Ganze denn jetzt zum Hof fördern können, aber das ist schon ein Rinderstall voll, also von der Rinderzucht jetzt. Dass wir da eine Menge an Stroh haben, also das ist echt Wahnsinn. Bin total begeistert. Schnell gefahren. Okay, ein bisschen schnell gefahren. So. Einmal hier durch. Egal. Uha. Uha. Bin ich da noch? Nimm auf. Perfekt. Weiter geht's dir. Ja, und ich sag danke für alle, die hier wieder von Anfang bis Ende dran geblieben sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht noch ein Däumchen in der Richtung da zu lassen. Ansonsten soll es das für die heutige Folge gewesen sein. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch um 14 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Bleibt gesund, ich bin raus und bye bye.